Bei der heutigen Folge von Update beschäftigen wir uns wieder mit dem Pedelec, fälschlicherweise bekannt als E-Bike. Allerdings mache ich diesmal nicht persönlich den Test, sondern wir berichten Ihnen von einer faszinierenden Frau, die die Welt auf dem Pedelec erkundet und dabei echte Abenteuer erlebt. Unsere Expertin Ursula Chloé kennt Susanne Brüsch persönlich und hat uns ein paar Geschichten und Ausschnitte aus ihrem Film mitgebracht. Außerdem bekommen Sie hilfreiche Tipps, falls Sie auch mal vorhaben, mit dem E-Bike zu verreisen. Es muss ja nicht gleich die große Tour in die Mongolei oder nach Island sein. So, wir befinden uns wieder in unserer Informationszentrale des Magazins Update und an meiner Seite ist meine Expertin Ursula Chloé. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Hallo Tanja. Wir haben heute ein ganz tolles Thema und zwar geht es um Pedelecs, aber nicht nur einfach so, sondern um eine Frau, die regelrechte Abenteuer mit den Pedelecs begeht. Und du kennst Susanne Brüsch und hast uns ganz viel Material mitgebracht. Sie hat uns verschiedene Filmschnipsel zur Verfügung gestellt, die schauen wir uns alle zusammen an. Aber erzähl doch einfach mal, was macht die Susanne und wer ist die Susanne? Susanne ist eine E-Bike-Spezialistin. Sie arbeitet mit der E-Bike-Industrie, also mit den Herstellern zusammen, entwickelt neue Modelle, neue Antriebe, hilft den Entwicklungsteams durch ihre Testfahrten, weil sie die Räder mitnimmt auf ihre Reisen und da unter Extrembedingungen teilweise auch testet, wichtige Informationen. Sie ist Journalistin. Das heißt, sie schreibt für Fachzeitschriften, für Fachmedien, hat einen eigenen Blog, eine Webseite, wo sie über ihre Reisen, aber auch über die Modelle berichtet. Genau. Und wir haben jetzt einen Film, und zwar von ihrem 10-jährigen Jubiläum, Pedelec Adventures. Und den zeigen wir Ihnen jetzt, dann wissen Sie nämlich, wovon wir reden. 10 Jahre Pedelec Adventures. Das ist die Geschichte über unglaubliche Reisen auf dem E-Bike mit insgesamt 20.000 Kilometer Fahrstrecke. Quer durch Europa, Nordamerika, Afrika und Asien. Hierbei ging es darum, E-Bikes zu testen und Erfahrungen zu sammeln, technische Herausforderungen zu bewältigen und klimatische Extreme zu überwinden. Es ging darum, bis an die Grenze des Machbaren zu gehen und sich selbst zu übertreffen. Es ist die Geschichte darüber, wie E-Bikes für die Reise immer beliebter wurden und wie viele Menschen neue Perspektiven gewinnen konnten. So, das war jetzt nur der Trailer zu dem Film. Es gibt noch einen Film, der ist wesentlich länger. Daraus zeigen wir Ihnen später ein großes Stück, dass Sie halt eben quasi auch wirklich so ein bisschen bei dem Erlebnis mitgenommen werden, bei diesem Abenteuer, das die Susanne da begeht. Und, aber sag mal, wo war die denn schon überall, die Susanne? Oh, die hat schon viele verschiedene Reisen gemacht. Ich habe Susanne kennengelernt auf der Eurobike. Da hat sie einen Vortrag gehalten über ihre Tour durch die Rocky Mountains. From Sand to Snow, tolle Aufnahmen, tolle Videoaufnahmen und das hat mich total fasziniert habe sie dann auch eingeladen zu uns aufs E4 Festival, da hat sie über ihre Reise durch die Mongolei berichtet, also da war sie auch. Dann hat sie eine 6-wöchige Tour durch Island gemacht. In jüngster Zeit war sie jetzt in Spanien, in Norwegen unterwegs, in Nordafrika. Also sie ist eigentlich auf dem ganzen Globus auf dem E-Bike anzutreffen. Ja, und das ist faszinierend. Also ich habe mir die ganzen Filme natürlich schon anschauen dürfen, liebe Zuschauer. Ich habe da einen kleinen Vorteil gegenüber Ihnen. Das ist wirklich faszinierend, an was man da alles denken muss. Darüber reden wir später noch. Was es da eben für Abenteuer zu begehen gibt überhaupt. Die Idee, wo man überall drüber nachdenken muss, wie es überhaupt weitergeht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwann mal die Batterie nicht mehr geladen werden kann, weil es weit und breit einfach nichts mehr gibt. Also das ist schon faszinierend. Ja, also ich muss sagen, sie hat immer ein Begleitfahrzeug dabei, ein großes Wohnmobil oder ein Camper, was auch immer. Das heißt, es mit dem Laden, da ist sie relativ autark, weil die haben Solarzellen auf dem Dach. Aber sie kann auch, und da reden wir ja später drüber, auch Tipps geben, wenn man jetzt nicht so einen Camper als Begleitfahrzeug hat, aber trotzdem eine E-Bike-Reise machen möchte, wie man das dann am besten macht. Genau, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal in den weiteren Film hinein. Der ist jetzt ein bisschen länger, sodass Sie sich also wirklich auch mitreißen lassen können von dem fantastischen Abenteuer. Und da sollten Sie jetzt wirklich dranbleiben, das ist echt ganz, ganz großartig. Mein Name ist Susanne Brüsch, ich betreibe Pedelec Adventures seit 10 Jahren und bin Journalistin, Content Creator und E-Bike-Reisende.
Als elektrische Mountainbikes, also coole und trendige Bikes, auf dem Markt erschienen, war das der Moment, als ich dachte, ja, das möchte ich gerne selbst fahren. Und es war immer ein Traum von mir, die Welt zu bereisen. Und genau in diesem Moment fand ich das richtige Gefährt dafür. Die meisten Menschen wissen nichts über E-Bikes. Bis jetzt. Mit Speed-Pedelecs und selbstgebauten Solaranhängern haben wir uns auf den Weg durch das Atlasgebirge gemacht, durchquerten die Sahara und erreichten schließlich die Pazifikküste. Eine Expedition, um neues E-Bike-Zubehör in der Praxis zu testen. Wird die Solarenergie ausreichen, um all unsere Batterien aufzuladen? Ich habe Pedelec Adventures ins Leben gerufen, als Pedelecs noch richtige Neuheiten waren. Die Idee war, mit E-Bikes zu reisen, die Möglichkeiten aufzuzeigen und das Bewusstsein für neue Mobilität zu stärken. Das ist heutzutage nicht mehr nötig, denn jeder kennt E-Bikes. Und mittlerweile hat sich Pedelec Adventures in einen Knotenpunkt umgewandelt, der die Nutzer, die Industrie, die Händler und auch die Medien miteinander verknüpft. Das ermöglicht mir eine sehr interessante Position, zu sehen, was gerade in der Fahrradwelt los ist und was in der Zukunft passieren wird. Dieses Abenteuer begann direkt vor meiner Tür. Eine Testfahrt auf einem E-Bike mit der aktuellsten Technologie. Designer Norbert Haller, Trial-Spitzensportler Markus Hösel und ich testeten das unglaublichste E-Bike, welches bis zu 75 Stundenkilometer schnell werden kann. Durch die Zähmung des Biests fühlte ich mich wie Superwoman. Der Geltungsbereich von Pedelec Adventures beinhaltet verschiedene Berührungspunkte. Wir teilen unser Wissen über E-Bike-Reisen, Pedelecs im Allgemeinen, über Zubehör und andere Bestandteile, die man für E-Bike-Reisen braucht. Pedelec Adventures ist auch eine Institution für Qualitätstests in diesem Bereich, egal ob es um die E-Bikes selbst geht oder um das Zubehör. Solarstrom. In der Mongolei ist die Sonnenenergie die einzige Energiequelle. Wir zogen leichte Solarpanel-Anhänger hinter uns her, um ins Gelände zu fahren. Wir waren 100% energieautark, als wir das Land durchquert haben, die weiten Steppen und abgelegenen Berge. Welches Abenteuer das Beste war, ist sehr schwer zu sagen, denn jede Reise war einzigartig. Ich hatte verschiedene Teams dabei, die Höhepunkte waren unterschiedlich, die Herausforderungen ebenfalls. Was ich in der Mongolei wirklich großartig fand, war die Unendlichkeit des Landes. In Marokko, welches meine erste Reise war, habe ich gelernt, das Pedelec richtig zu nutzen, als Reisefahrzeug. In Island war ich überwältigt von der Natur und in der USA haben wir nahezu perfekt mit dem Team und der Kamera zusammengearbeitet. Ich bin sehr froh und glücklich, da zu sein, wo ich jetzt bin. Ich vermisse ein bisschen die Pioniertage aus den Anfängen. Mittlerweile hat sich alles bezüglich E-Mobilität extrem weiterentwickelt, was natürlich eine großartige Chance, aber auch eine weitere Herausforderung ist. Dieses Projekt startete in Schottland. Klimaaktivist Bruce McLeod und ich reisten auf E-Bikes mit transportablen Solarpanels, um Aufmerksamkeit für den Klimaschutz zu erzeugen und innovative Technologien vorzustellen, als Lösungsansatz. Unser Ziel war die Europäische Klimakonferenz COP21 in Paris. Ich weiß es nicht, denn ich habe all meine Kraft, all meinen Enthusiasmus und all mein Wissen in diese Sache gesteckt. Und für mich ist es die perfekte Kombination, ein Leben zu leben, wie ich es mir immer gewünscht habe, meine Fähigkeiten zu nutzen und das mit den Dingen, die ich am besten kann, zu verbinden.
In Europa sind E-Bikes und Pedelecs mittlerweile ein wichtiger Bestandteil bei Bike-Events. Ich reise von Show zu Show und berichte von meinen Reisen. Teile Tipps und Tricks mit dir, wenn du planst, mit dem E-Bike zu verreisen. Es gibt immer 100 Gründe, es nicht zu tun. Aber wenn es ein Herzenswunsch ist, dann fälle die Entscheidung und mach's einfach. Was gibt es in Irland für Radfahrer zu entdecken? Eine großartige Küstenstraße, die wilden Wellen des Atlantiks mit schroffen Felsen, fantastischen Ausblicken und spektakulären Sonnenuntergängen. Entdecke, erkunde und tauche ein in die lebhafte irische Kultur. Ein Netzwerk von lokalen Reiseveranstaltern bietet genau das. Mache es, teste es aus. In 10 Jahren testeten wir E-Bikes und Equipment von den Prototypen bis zu den hochentwickelten Endprodukten. Wir waren dabei, wie Pedelecs sich von den absoluten Neuheiten zu nicht wegzudenkenden Fortbewegungsmitteln entwickelt haben. Danke an jeden, der unsere Reise unterstützt hat. Fortsetzung folgt. Also wir haben ja gerade von unserer Expertin erfahren, dass die Susanne Brüsch auch meistens ein Begleitfahrzeug dabei hat. Das ist aber nicht irgendein Fahrzeug, sondern das ist auch was Besonderes. Und die Susanne Brüsch hatte vor, auch mit diesem Fahrzeug eine Worldtour zu machen, richtig? Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Mhm, genau. Also Susanne hat mit ihrem Partner Silvio zusammen entschieden, dass sie 2020 auf eine Worldtour gehen wollen, haben das über mehrere Jahre vorbereitet, haben sich Gedanken gemacht, welches Fahrzeug sie da nehmen und haben sich dann entschieden, sozusagen ihre Wohnungen aufzugeben und mobil zu leben, ja. In diesem Fahrzeug auch zu leben, zu arbeiten, unterwegs zu sein. Das ist ein ganz besonderes Fahrzeug, das werden wir in dem Film nachher sehen. Und haben E-Bikes dabei und sind autark, haben Solarzellen auf dem Dach, können also auch wenn in Gegenden unterwegs sein, wo es jetzt nicht Steckdose gibt. Genau. Und die Planung war 2020 im Juni auf diese Worldtour zu starten. Das hat dann leider durch Corona nicht geklappt. Aber sie waren 2019 auf einer Vortour in Nordafrika, haben da auch mal ausprobiert, wie man mit so einem großen Allradfahrzeug auch auf Untergrund fährt, der nicht befestigt ist, also auf Sand, auf Schotter und so weiter. Und haben sich da wirklich vorbereitet, kamen dann zurück, Jahreswende 2019/2020, wollten noch so ein paar Sachen erledigen. Ja, und dann kam Corona. Und dann waren sie erstmal auf der Schwäbischen Alb im Corona-Camp und haben dann da erlebt, wie das ist, auf 10 Quadratmetern zu leben und zu arbeiten und ja auch keinen großen Radius zu haben. Und waren froh, dass sie die E-Bikes hatten, weil mit den E-Bikes durfte man ja dann unterwegs sein. Ja. Genau, und sind dann 2020 im Herbst nach Paris gefahren, nachdem die Grenzen wieder aufgegangen waren. Und sind von Paris aus dann auf diesem ersten Stück der klassischen Paris-Dakar unterwegs gewesen, sind dann nach Portugal, von Portugal nach Südspanien. Aber ich glaube, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Würde ich auch sagen. Das ist nämlich ein ganz faszinierender Film. Und dann kriegen Sie jetzt auch mal Einblick in den E-Traction. E-Traction, der Trip, ist ein Weltreiseprojekt, welches mobiles Leben und Reisen auf E-Bikes miteinander verbindet. Unser Plan ist es, auf 8 Rädern 6 Kontinente zu bereisen. Ich bin Susanne, beschäftige mich mit dem Thema E-Bikes seit über 20 Jahren, reise auf ihnen seit 10 Jahren durch die Welt, bin Journalistin und Berichterstatterin. Ich bin Silvio, der Fahrer und Navigator und kümmere mich um die technische Instandhaltung auf unseren Reisen. Wir sammeln unsere Reiseerfahrungen und freuen uns, sie mit euch zu teilen, sie an euch weitergeben zu können und versorgen euch mit hilfreichen Tipps. Für weitere Infos folgt uns auf Social Media.
So, also ich würde sagen, ein faszinierendes Gefährt, eine faszinierende Idee, diese Tour so zu machen. Ich drücke die Daumen, dass sie es irgendwann komplett verwirklichen können und doch noch die komplette World Tour machen können. Aber das, was man da gesehen hat, war ja schon abenteuerlich, hat ja schon faszinierend ausgesehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt aber zu E-Bikes im Allgemeinen, liebe Zuschauer. Wir möchten natürlich Ihnen auch wieder Tipps geben, wenn Sie zum Beispiel jetzt Lust bekommen haben, mit so einem E-Bike oder einem Pedelec auch auf Abenteuerreise zu gehen. Du hast ja Tipps mitgebracht. Welches Fahrrad wäre denn zum Beispiel am sinnvollsten? Was muss man da beachten? Ja, also ich habe mich gerade darüber auch mit Susanne unterhalten, weil ich ja wusste, dass wir diese Sendung hier machen. Das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, wo will ich unterwegs sein? Ja. Also bin ich auch auf unbefestigten Wegen unterwegs, vielleicht auch ein bisschen im Gelände. Dann brauche ich ein robusteres Rad. Bin ich eher nur so auf Asphalt unterwegs? Will ich durch den Rhein entlang fahren oder so? Ne? Und habe da Radwege. Also das ist das, was man vorher so ein bisschen überlegen muss. Ja. Und dann kann man sich ja beim Fahrradhändler beraten lassen und auch mal so ein bisschen ausprobieren, welches Fahrrad einem gut passt. Worauf ich immer achten würde, wäre auch das Gewicht. Die sind ja unterschiedlich schwer. Und natürlich die Reichweite des Akkus, beziehungsweise dann die Überlegung, nehme ich einen Ersatzakku mit, dass ich dann auch immer volllade über Nacht, damit ich dann sozusagen die Akkus austauschen kann. Genau. Mhm. Also ich glaube, das mit dem Ersatzakku ist wirklich eine ganz, ganz geschickte Idee. Ich habe auch irgendwann mal noch gesehen, dass es ganz klug wäre, wenn man dann zusätzlich dazu auch noch eine Mehrfachstecker vielleicht irgendwie einpackt, dass man dann auch besser laden kann. Und genau. Ja, also halt eben nicht immer ausstöpseln, einstöpseln muss, sondern dann halt eben quasi dann auch wieder alles auf einmal machen kann. Genau. Also finde ich schon einen guten Tipp. Und was die Fahrräder betrifft, es gibt ja wirklich so große Unterschiede, aber da muss man halt eben für sich einfach wirklich mal vielleicht zu einem Fahrradhändler ihrer Wahl gehen und sich da richtig beraten lassen. Ne? Ja, und Testfahren auf jeden Fall. Genau. Ne? Genau. Das haben wir ja jetzt auch schon gemacht, das haben Sie wahrscheinlich in einer der letzten Sendungen auch gesehen, wie wichtig das ist, das echt mal auszuprobieren. Ja, aber noch eine weitere Frage. Beladen eines Fahrrades, wenn man so einen Abenteuerurlaub macht, da muss man ja auch irgendwo drauf achten. Was gibt es da für Tipps? Genau, also es gibt auch bei E-Bikes ein maximales Zuladegewicht. Also das sollte ich wissen, den Fahrradhändler fragen oder in den Unterlagen gucken. Es gibt Räder, die haben eine maximale Zuladung von 10 Kilo. Da würde ich jetzt sagen, das eignet sich jetzt nicht für eine längere Reise, weil wenn ich dann auch noch ein Zelt dabei habe, habe ich diese 10 Kilo schnell erreicht. Es gibt andere, die haben 20, 25 Kilo Zulademöglichkeit. Die halte ich jetzt für so eine längere Geschichte für besser geeignet. Und dann muss ich mir halt überlegen, ich brauche Packtaschen, möglichst wasserdichte, ja, ne, wenn es ja mal regnet, damit nicht alles nass wird, was drin ist. Und dann muss ich so ein bisschen überlegen, an was will ich schnell drankommen. Unterwegs vielleicht auch ein Fotoapparat oder auch das Ersatzakku. Vielleicht auch mal ein Blasenpflaster oder was auch immer. Ja, das muss ich dann irgendwie so verpacken, dass ich das mit einem Griff schnell habe, vielleicht in einer Tasche, die vorne am Lenker hängt. Und ansonsten ist es auch so, ich muss gucken, was brauche ich sozusagen jeden Tag, was kann ein bisschen tiefer weiter runter, damit ich nicht immer alles auspacken muss, wenn ich an irgendwas ran muss. Und ich muss auch so ein bisschen auf die Gewichtsverteilung achten. Ne? Wenn ich jetzt Kochgeschirr dabei habe, weil ich campen gehe und mich da auch selber versorgen will und ein Zelt, das sind ja eher so die schweren Teile, wären so T-Shirts und vielleicht ein paar Ersatzschuhe oder so ja weniger wiegt, also muss ich das so ein bisschen verteilen. Das legt man sich am besten mal so zurecht und macht mal so eine Probe packen und fährt dann vielleicht mal um den Block und guckt mal, wie das dann so ist mit der Stabilität, mit den Bremsen und so weiter. Ja. Ich habe aber gelesen bei der Susanne, die ist übrigens auch im Internet auf einer Homepage erreichbar, das blenden wir Ihnen wieder ein, da können Sie sich mal erkundigen über sie. Sie hat auch ein paar Mal umpacken müssen, ne, bis sie es dann immer hatte, so in den ersten Tagen. Ja. Also sie sagt, das ist immer noch so, weil je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind, ne, dann hat man das, was man dann braucht, dann doch ein Stückchen weiter unten und sie packt eigentlich immer um auf ihren Reisen, obwohl sie so viel Erfahrung hat. Ja. Weil es doch jedes Mal anders ist, ne, was man braucht. Ja. Ich kenne das ein bisschen aus dem Tracking, deswegen weiß ich, wovon sie redet. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Sie hat nämlich auch noch eine Solo-Tour durch Spanien gemacht und das ist auch total faszinierend wieder gewesen, was sie da erlebt hat. Freuen Sie sich auf diesen Trailer jetzt. 3.500 Kilometer von der entlegensten Küste Spaniens bis nach Deutschland auf dem E-Bike, ganz alleine. Es ist heiß heute, über 30 Grad.
Als ich die Küstenstraße in Andalusien entlang geradelt bin, begann gerade der Corona-Lockdown in Spanien. Das hat meine Reise ziemlich verkompliziert. Wo sollte ich übernachten? Wo sollte ich meine Akkus aufladen? Ich hatte keine Ahnung, ob Schlösser, Sehenswürdigkeiten, Cafés oder Geschäfte geöffnet haben würden. Und das auf meinem gesamten Weg durch Spanien, Frankreich und Deutschland. Also blieb mir nichts anderes übrig, so lange wie möglich eigenständig zu bleiben. Das war mein erstes E-Bike-Abenteuer komplett alleine, inklusive Camping in der Wildnis. Ich habe mich all meinen Ängsten gestellt. Schlussendlich kann ich nur sagen, es war eine Reise, auf der ich die Einheimischen pur erleben durfte. Eine Reise, um mir selbst zu begegnen. Eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens. Ein faszinierendes Erlebnis, ganz alleine unterwegs zu sein in Spanien bei Gluthitze, das hat sie ja an einer Stelle so schön gesagt, und sich quasi auch seinen eigenen Dämonen zu stellen, das ist schon faszinierend. Also ich glaube, ich muss das auch mal machen, auf jeden Fall. Aber nochmal zur Lademöglichkeit zurück zum Beispiel. Wo in Europa kann man denn überhaupt überall laden? Naja, man kann diese Akkus vom E-Bike ja an jeder normalen Schoko-Steckdose aufladen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Kaffee trinken gehe oder mittags was essen gehe oder so, dann kann ich fragen in der Gaststätte. In der Regel ist das kein Problem. Mhm. Auf Campingplätzen auch nicht. Da gibt es auch genug Möglichkeiten. Zwischendrin muss man ja vielleicht auch mal was waschen. Und in diesen, wo die Waschmaschinen stehen, auf den Campingplätzen gibt es dann auch noch Steckdosen. Stimmt. Das heißt, da muss man einfach so ein bisschen die Augen offen halten und fragen. Und in der Regel ist es kein Problem. Mhm. Also kann man das theoretisch auch überall nutzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht in Europa unterwegs ist, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, oder? Gut, dann brauche ich die entsprechenden Adapter. Ja. Aber auch da gibt es ja Campingplätze. Auch da gehe ich einen Kaffee trinken. Und in der Regel, also so ist auch die Erfahrung von Susanne, kann man da schon überall die Akkus aufladen. Mittlerweile, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja. Also dafür brauchen Sie sich nicht zu fürchten, Sie können es einfach mal ausprobieren. Es gibt also quasi keine Ausrede mehr, es nicht zu tun. Ja. Und man kann ja auch einen Ersatzakku mitnehmen. Ja? Ja. Dann hat man sozusagen wie früher einen Benzinkanister. Immer zum Austausch. Immer zum Austauschen, und dann ist man ganz auf der sicheren Seite. Ja. Ja. Ja, ne, finde ich auch. Ist, glaube ich, wirklich eine richtig gute Idee. Ja, und dann gab es noch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Du hast ein Interview von der Susanne gelesen, ne? Und sie hatte darüber gesprochen, wie man ein E-Bike sichert beim Zelten. Was hat sie denn da für Tipps gehabt? Genau, also wenn man, das hat man ja jetzt gesehen, sie war ja auch nicht immer auf dem Campingplatz, sondern war auch so mal auf einem Wiesenstück oder so, wo sie gefragt hat, ob sie da bleiben darf über Nacht. Aber da ist natürlich dann die Frage, wo schließe ich dann mein Fahrrad ab? Ne? Und da empfiehlt sie, dass man guckt, ob irgendwie ein Baum in der Nähe ist, wo man es dann fest anschließen kann. Und wenn es gar keine Möglichkeit gibt, hat sie es mit ins Vorzelt genommen. Weil wenn man es hinlegt, passt es eigentlich ganz gut rein. Es hat ja auch einen GPS-Tracker, also man kriegt ja auch da eine Meldung aufs Handy. Ich meine, ein bisschen Mut braucht es, glaube ich, gerade wenn man wild campt und yeah. sein Bike dabei hat, dass man sich vorher dann auch überlegt, wie man es dann sichert. Aber das sind so ihre Tipps. Und so ist sie auch jetzt von Südspanien nach Deutschland unterwegs gewesen. Ja. Und ohne größere Vorkommnisse. Ne? Ohne größere Vorkommnisse, ja. Ja, deswegen, liebe Zuschauer, ich würde sagen, diese Reisen mit dem Pedelec oder mit dem E-Bike, das ist wirklich eine Sache, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es auch keine Alterseinschränkungen mehr. Ne? Wenn man noch in der Lage ist, Fahrrad zu fahren, ist es sogar eigentlich eher unterstützend. Also man kann unglaubliche Dinge erleben, man kann große Wege halt eben machen, die man vielleicht sonst nicht machen könnte, wenn man halt mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist. Und ja, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du unseren Zuschauern geben möchtest? Also eine Empfehlung, es wirklich mal auszuprobieren, weil man ist auch anders unterwegs, also man kriegt von der Umgebung viel mehr mit. Das mhm. ist auch eine schöne Erfahrung. Und ja, vielleicht einen Pulli mehr einpacken, weil manchmal ist man mit dem E-Bike ja auch schneller unterwegs. Das heißt, man friert auch schneller, also man schwitzt nicht so schnell. Ja. Das heißt, das wäre vielleicht noch so ein Tipp, was man einpacken sollte. Lieber einen Pulli mehr oder einen Hoodie, den man sich dann überziehen kann, wenn man mal flott unterwegs ist und es ist nicht ganz so warm.
Vielen Dank für den Tipp, liebe Ursula. Mhm. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Und vielen Dank auch für diese quasi ganz, ganz, ganz tolle Geschichte mit der Susanne, dass wir das verwenden dürfen hier. Und viele Grüße an sie, wenn du sie mal siehst. Richte ich ja gerne aus. Genau. Vielen Dank, dass ich und auch Susanne sozusagen in Vertretung jetzt hier sein durfte. Und Sie bleiben noch ein bisschen dran. Wir sehen uns gleich nochmal. Der Anteil der Befragten liegt inzwischen bei 42%, die im Urlaub auf die elektrische Unterstützung bauen. Das bedeutet ein Plus von 10% im Vergleich zur Erhebung für 2020. Gerade mal 18% waren es 2017. Der größte Vorteil, den die Radfahrenden in der Nutzung eines E-Bikes sehen, ist, den eigenen Aktionsradius vergrößern. Logisch, länger fahren bedeutet mehr sehen und mehr Leute treffen zu können. Mehr als 72% der Befragten bestätigen, dass sie mit einem E-Bike im Urlaub längere Strecken zurücklegen als mit einem Fahrrad ohne Motorunterstützung. Vielleicht haben wir ja auch bei Ihnen die Lust geweckt, mal eine Reise mit dem Pedelec zu unternehmen. Spannend ist es allemal. Und durch den Elektroantrieb einfacher als ohne. Das war's für heute bei unserem Innovationsmagazin Update. Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei.